So, Arbeitskollege hat mir gerade noch geschrieben. Schnuffi, ich muss jetzt leider. Ich weiß nicht, ob du gerade mal kurz hier reinschaust, kann ja auch sein. Moment, ich habe meine Tastenkombination nicht mehr im Kopf. Moment, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Weil das Problem ist, ich hatte ja hier alles ein bisschen umgestellt. Noch kann ich alles so per Hand machen. Start, stoppen, das ist okay. Mich interessiert es aber. Ne, das interessiert mich nicht. Ja. Streampause. Streampause? Streampause? Hatte ich nicht. Was ist denn Streampause? Streampause ist doch Streampause. Chatbox. Livestream. Hatte ich da keine Notkey gesetzt? Moment. Was. Ach doch, da. Facecam an, Facecam aus. Okay. Jetzt müssen wir Streampause ganz kurz gucken. Moment. Hotkey, Hotkey, Hotkey. Hier ist nichts mit Hotkeys. Doch, da ist Hotkey. Steuerung 3. Ah, dann ist das noch so geblieben. Okay. Ich versuche mal was. Dann müsste das nämlich so sein, wie ich das hier habe. Steuerung 3 ist das. Rederunde müsste Steuerung 4 sein. Ah, funktioniert. Ihr seht jetzt gerade hier unten. Da unten ist ein kleiner Gaming-Goal eingerichtet. Ich möchte mir einen neuen Gaming-PC zusammen bauen, zusammen sparen. Und ja, ist eine Kleinigkeit, die ich dann natürlich wieder refinanziert. Also es ist natürlich was, was ich refinanziert, weil durch den Gaming-PC können wir natürlich auch wieder neue Let's Plays bringen, beziehungsweise neue Livestreams. Und der Rechner hier ist nun mal etwas veraltet. Also der läuft jetzt seit, nee, Moment, ich korrigiere, seit Dezember wieder mal dauerhaft. Denn im Dezember ist mir tatsächlich ein kleiner Fehler passiert. Und bin ich jetzt eigentlich live oder nicht? Weil mein Schnuffi hier, mein Body, sagt mir nämlich gerade, ich bin nicht live. Moment. Moment, ich muss das machen. Doch, Tobi ist live. Na, ich wollte schon sagen. Sieht wirklich aus. Ich mache wieder zu. Ich habe den Bot wahrscheinlich nicht reingenommen. Kann das sein? Connect. Yes. Was? Wie? Ich habe kein Token mehr. Das ist aber ulkig. Das ist ja jetzt ulkig. Der Bot kann nicht mehr connecten. Moment, das machen wir anders. Warum kann denn der Bot nicht mehr connecten? Also ich habe gerade das Problem, dass mein Steam Labs Bot gerade nicht funktioniert. Ich habe gerade das Telefon weggepackt, ne? Ja, nehme ich. Achso, meine Schuhe stehen gerade. Jetzt muss ich auch noch tatsächlich. Moment. Müsste relativ flink gehen. Ich muss jetzt gucken. Da ist es nicht. Da ist es nicht. What the fuck? Da ist. Alter, ernsthaft? Auch noch das. Das ist auch noch genau das Passwort. Okay. Also bitte, 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 bitte. Es tut mir jetzt gerade ein bisschen leid, es gerade ein bisschen dauert. Ich hoffe, ihr könnt das mal ein bisschen entschuldigen. Ich bin gerade bei der Tastatur weg, bleib hier. Na, wer kennt's noch? Kriegst du das jetzt eigentlich per SMS oder per WhatsApp? Ich glaube per SMS, ne? Alter, klingt jetzt schnell. Gut, es liegt natürlich auch daran, ne? Ich habe hier mein. Müsste eigentlich anzeigen, dass ich live bin. Jetzt. Zeigt YouTube immer noch an, dass ich nicht live bin. Okay. Stream offline zeigt immer. Jetzt zeigt ihr mir das an, okay. Ah, jetzt zeigt ihr mir, wann ich allein bin. Na, guck mal an. Das Steam Elements. Supi. Der Wispot ist auch da. Das funktioniert doch schon mal. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ganz kurz mein Telefon vielleicht schützen. Seid ihr mir ganz kurz nicht böse, aber ich muss mal ganz kurz mein Telefon auf die andere Seite bringen, weil drüben ist das Ladegerät von meinem Telefon, dass ich das nämlich gleich mal laden kann. Und wir zocken dann auf alle Fälle eine Runde ETS. Mit natürlich unserer Spedition. Ich gucke auch mal, wir werden wahrscheinlich heute mal ein bisschen offline fahren, also im Singleplayer, nicht im Multiplayer. Ich habe das, glaube ich, noch eingetragen mit Multiplayer. Mal gucken. Bin aber gleich wieder da im Moment. Rennt nicht weg. Bin gleich wieder da.
So, da ist er wieder. So, ich starte da mal ganz kurz mein ETS. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt, wenn ich ETS starte, jetzt hier nicht irgendwie es Probleme gibt. Habe ich schon einmal. Dann ging ja was nicht. Genau. So. Alter, bist du laut. Ich wollte gerade sagen, ne, du müsstest mich jetzt bitte nicht so aufnehmen. So, also jetzt sehe ich auch bei Steam Elements, beziehungsweise beim Steam Bot, dass ich online bin. Steam Elements Bot. Nee, ist das ja Steam Elements? Ja, Steam Elements Bot. Steam Labs Bot. Entschuldigung. Wer jetzt gerade keinen Bock auf ETS hat, ein Arbeitskollege von mir und guter Freund ist gerade tatsächlich auf Twitch online. Sucht einfach mal sterbende Zebra. Ganz wichtig, sterbende Zebra. Nicht sterbendes, sondern sterbende Zebra. Ich spiele gerade Rainbow. Weiß gar nicht, wie lange er noch Rainbow zockt. Ich bin auch gerade gar nicht im Discord, hört mir auf. Tobi, was ist los? Tobi, war Gelobi. Ich hör mal ganz kurz raus. Tapsen. Ich weiß, ihr seht mein Spiel gerade noch nicht. Das weiß ich. Ihr seid noch hier schön mit live mit dabei. Jetzt wird wahrscheinlich hier gleich mal das Stream etwas ruckeln, gehe ich mal von aus. Oh, mein Monitor bleibt so. Oh. Ich habe schon gleich rausgekickt, wie ich das kenne. So. Ja, von Max Weber, das reicht. So, ich gehe mal auf die 5. Da müsstet ihr eigentlich das Spiel sehen. Spitze. Gar nichts. Schwarzen Bildschirm. Das ganze Wochenende. Ja. Hallöchen, Steam. Kann es daran liegen? Oder ist der jetzt ausgeschaltet? Ich weiß nicht. Game-Aufnahme. Normalerweise müsste er jetzt anzeigen. Oder ich habe den nicht erst ausgeklickt. Das kann ich aus dem Moment. Klicker. Also hast du mich gerade gemacht, oder? Danke. So, Livestream-Info. Jetzt will ich mal ganz kurz mal auf den Bot gucken. Jawoll, er zeigt es an. Super. Doch, er hat es mir angezeigt, gerade ich sehe es. Stellangebot. Nein, ich gehe natürlich. Wo ist denn hier meine Aufnahmeecke? Da ist meine Aufnahmeecke. Ich gehe unten in den Livestream und tatsächlich, wer möchte, kann natürlich sich mal anmerken und kann unten im Warteraum bei mir reingehen. Also es hat funktioniert. Ich dachte schon, ich habe das vergessen einzustellen. Das ist mir schon mal passiert. Ne? Also. Vielleicht schaffen wir es nachher noch eine Runde Rocket League zu zocken. Verdammt, bin ich da lange raus, aber wir können es ja mal versuchen. Ich habe tatsächlich lange nicht mehr gezockt. Also zumindest was Rocket League angeht, ETS zocke ich doch öfters mal noch. Ich habe die Facecam aus, ne? Das ist geil. Die Facecam aus. Das Einzige, was jetzt ist, überhaupt vielleicht mal das Getränk aufmache. Und so, willkommen bei der TDL-Spedition. Ah, das ist unser Firmen-LKW tatsächlich. Von der TDL. Die TDL-Spedition ist tatsächlich eine virtuelle Spedition. Sprich, wir fahren im Singleplayer wie im Multiplayer, fahren wir Touren. Wir sind noch auf der Suche nach Fahrern. Einfach mal bei uns eingeben. Das müsste jetzt funktionieren. Ausrufezeichen. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon drin? Ausrufezeichen Spedition? Kann ich gerne mal testen, wenn ich da. Ja. Wir suchen uns gleich mal eine Tour. Es kann auch sein, dass es wieder hier am Kopfhörer zu laut ist. Ich habe das festgestellt, dass wenn ich am PC sitze. Ich hoffe, ich habe das richtig runtergedreht. Was habe ich jetzt runtergedreht? Das Mic. Genau, denn das ist unser schicker LKW. Ich weiß noch gar nicht, wo wir stehen. Ach, in Bosnien. Okay. Entschuldigt bitte, ich bin noch etwas heißer und erkältet. Ja. Das müsste funktionieren soweit. Genau, wir sind jetzt auch nochmal zu Tobi LP und Tour. Wer mich adden möchte auf Steam, ist das gar kein Problem. Bin ich gerade online, kann ich annehmen. Einfach mal Ausrufezeichen Steam in den Chat. Dann funktioniert das. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal eine Tour an. Ich wollte eigentlich eins drücken. Dankeschön. Ich weiß es gar nicht, doch, ich habe das Druckluftsystem dran, ne? Ja. Denn wenn ich hier drin sitze, ist alles aus. Der rechte Spiegel ist aus. Druckluftsystem ist angestellt. Das Einzige, was nicht angestellt ist, ist derzeit der Bußgeldkatalog sowie der Müdigkeitssimulation. Meine Güte, blablabla. Frachtaufträge, wir gucken mal.
haben wir denn hier was? Ich möchte nämlich gerne wieder zurück nach Deutschland. Also ich fahre jetzt zwar in gewisser Weise für die, was ist das hier? Ah, okay. Für die Spedition, aber auch wiederum nicht. Ich möchte jetzt keinen Schwertransport fahren. Chef der LKW zwar tatsächlich. Achso, ich möchte mal von hier aus gucken. Ne? Dann ist es nicht schwierig. Ach, nach Nürnberg hätte man was. Ist ja nicht so weit. Nürnberg? Haben wir noch was? Nö. Gut, dann fahren wir nach Nürnberg. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Ach ja, das Navi ist übrigens an. Ne? Also das heißt, dass wir jetzt ein bisschen Stimmung haben. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Ich sehe jetzt natürlich auch nicht, wie schnell ich fahre. Biege nach links ab. Kann ich nicht mal was sehen? Kann das eigentlich gerade verdammt nah an der Leitplan? Nein, soll es nicht. Okay. Das heißt, im Spiegel so aus, wie vorne im vorderen Spiegel. Da sah ich das ein bisschen so aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die Facecam hier ausgemacht habe. Die habe ich auch nicht ausgemacht, ne? Hm. Tatsächlich bin ich immer noch auf der Suche nach einer Firma, die mir den LKW-Führerschein bezahlt. Wer mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt, weiß das ja, oder wer meinen zweiten Account auf Instagram kennt, weiß das ja, dass ich schon tatsächlich in einem MAN saß und dass ich schon MAN gefahren bin. Deswegen ist das immer so ein kleines Erfolgserlebnis für mich, wenn ich so einen kleinen LKW fahren darf. Beziehungsweise, ich habe ihn natürlich auf Privatgelände gelegt. Ich habe ja keinen LKW-Führerschein. Auf Privatgelände darf man das natürlich. Und demnächst rechts abbiegen. Tobi fährt wieder ganz schön schnell. Tobi ist wieder mit 70 unterwegs. Natürlich freue ich mich da auch immer, wenn ich das natürlich machen darf, beziehungsweise wenn ich den LKW fahren darf, mal bewegen darf. Biege nach rechts ab. Hallo Daxa. Was natürlich jetzt schade ist, wir haben jetzt natürlich kein, wir haben jetzt im Singleplayer natürlich nichts irgendwie, dass wir sagen können, wir können jetzt mal eine Runde Multiplayer fahren. Weil ich glaube, mein Multiplayer müsste ich jetzt erst aktualisieren und der ist noch nicht aktualisiert. Wie weit fahren wir denn noch? Ach, da vorne hin, okay. Demnächst links abbiegen. Alles klar. Ich dachte, das ist noch ein Stück. Ja. Biege nach links ab. Was mich natürlich interessiert, ich mach gleich mal den Stream ganz kurz an, weil. Sie sind am Ziel angekommen. Die Rückenführung ist damit abgeschlossen. Klar. Kann man das nicht irgendwie einstellen, dass der das nicht unbedingt. Jetzt auch nicht, meine Tour ist weg. Ups, meine Tour, da ist meine Tour. Kann ich auch einen anderen Auflieger nehmen? Was haben wir denn? Dann nehmen wir den Schmitz-Auflieger. Die rollen nämlich richtig schön mit. Aber ich letztens eine Tour gefahren habe, privat, also im Singleplayer. Ist mir tatsächlich passiert. Bin ich tatsächlich hängen geblieben mit den Teilen. Wo steht denn der? Da steht er. Machst du wieder mit? Wenn ich jetzt frage, warum ich langsam ranfahre, weil ich gucke über die Spiegel. Auf geht's. Geht es erstmal in den Auflieger, weil der Auflieger angeschlossen ist. So. Dann fahren wir mal. Ich habe jetzt natürlich auch das Smartphone nicht an. Das heißt, die Tour, die ich jetzt fahre, ist tatsächlich nur einfach nur just for fun. Biege nach rechts ab. Mach mal. Gerade gab es halt keiner gehabt. Nö. Ne? Aber ich bleibe mal ganz kurz stehen. Ist egal. Denn, kann ich ganz kurz raustappen? Eigentlich ja. So. Denn sicher, ich möchte nicht mal ganz kurz gucken, ob das denn funktioniert soweit. Ich glaube, wir was Profile. Warum müssen wir jetzt. Achso, stimmt, ich war ja auf dem Dings drauf holen. Auf Zahl jetzt den Ton hier an. Eigentlich muss der Ton aus sein. Ton ist aus. Super. Ich möchte nicht mal ganz kurz gucken, ob das alles funktioniert. Also, es läuft zumindest, ich das gerade sehe. Okay, das heißt, ich gehe mal ganz kurz. Creator Dashboard. Müsste funktionieren, weil dann brauche ich nämlich nichts anderes mehr anhaben.
Instabil. Wieso instabil? Also ich weiß, dass ich ne? Da seht ihr, ob die Bitrate instabil. Player anzeigen. Wir lassen den Player einfach mal hier mitlaufen. Ich müsste jetzt eigentlich einen Twitch Inspector mit anlaufen lassen, ne? Aber das kann ich jetzt so nicht. Ja. Leck mich doch. Entschuldigung. Ich will mal gucken, wenn ich jetzt losfahre. Was wirklich instabil ist. Aber eigentlich nicht. Schon viel, was hast du für ein Problem? Hm? Wie schnell fährt er denn jetzt, der Tobi? 69. Ne, 60. Also es geht. Rechts abbiegen. Ich hätte jetzt schlimmer gedacht, aber nö, funktioniert eigentlich. Biege nach rechts ab. Ich sehe, wir haben jemanden. Wir haben jemanden, der zuschaut. Hallo und herzlich willkommen. Schön. Ja, ich habe jetzt. Lass den jetzt erstmal so ein bisschen mitlaufen. Das sollte funktionieren. Dann sehe ich nämlich, wenn das nicht funktioniert. Das zeigt so ein Bitrate instabil, aber das ist eigentlich Quatsch. Warum der oben nicht Bitrate anzeigt direkt, ist natürlich schade. Sondern nur so ein kleines Diagramm. Ja, what else? Ja, Radio können wir auch anmachen natürlich. Ich werde das jetzt auch mal tun, dass wir ein bisschen Radio haben. Ich hoffe, das funktioniert. Ich möchte aber gerne. Ihr seht ja, dass mein Radio jetzt die ganze Zeit alle. Oh, Entschuldigung. Simulator 1. Genau. Simlife Radio, das mach mal. Simlife Radio geht immer. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Endlich wieder Hüttengaudi bei McDonald's. Hol dir jetzt den Big Rösti mit saftigem Rindfleisch, geschmackigem Kartoffelrösti, knusprigem Bacon und cremiger Käsesauce. So ja, nur McDonald's. Warum gab es lange keinen Livestream? Ist ganz einfach. Livestream gab es erst, gab es jetzt leider nicht. Alter, das ist immer noch zu laut. So, das ist angenehm. Ich habe ja schon den Ton runtergedreht. Das habe ich gerade. Ui. Ich habe es gerade ruckeln sehen. Jetzt wird es wieder stabil. Ich hau mal das Radio wieder aus. Jetzt wird es gerade instabil. Das ist ja gerade ulkig. Ich habe es gerade gesehen. Das wurde gerade ganz schön instabil. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Es ja, läuft immer ein bisschen ruckelig. Jetzt wird es wieder ordentlich. Okay. Keine Ahnung, was da los ist. Seid mir da nicht böse, wenn es ein bisschen ruckelt. Dann liegt es am. Am Stream. Wie gesagt, deswegen. Links abbiegen. Muss ich ja bei Klappe. Deswegen auch unten, dass wir den Gaming-PC, das ist tatsächlich kein Scherz, sondern tatsächlich. Ich habe tatsächlich, links ab. Tatsächlich schon 1000 Euro ausgegeben. Tatsächlich. Alter, gib doch mal wieder Gas. Das Einzige, was mich am Ende ein bisschen stört, ist, dass die ein bisschen. Ich habe das Pedal voll durchgedreht. Das ist halt ein bisschen. Wie gesagt, über 1000 Euro Chancen, also 1200 oder sowas, 1200 Euro für PC-Equipment. Das heißt, das war gleich mal bei Weihnachten. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann muss es halt erst einmal so reichen und erstmal. Neues Board, neue Arbeitsspeicher sind schon da. Prozessor kommt noch. Definitiv, der steht gerade mit über 600 Euro zu Buche. Und da will ich mal gucken, dass ich diese. Ich bin schon bei 80, merke gerade. Oh, Tobi, du bist zu schnell. 70 darf er. Oh, 75. Und da habe ich mir gesagt, okay, warum soll das denn nicht so gehen, dass vielleicht ist die Community hier auch dabei oder macht mit. Oder hat Lust, wie auch immer. Mich zu unterstützen, weil es ist ja eine Refinanzierung mehr oder weniger, ne? Dadurch, dass ihr mich dadurch unterstützt. Es geht 1:1 mit PC-Teile, da wird nichts eigentlich ab, wird nichts abgezwackt oder sonstiges. Also nichts für was anderes abgezwackt, sondern wirklich nur für den Gaming-PC und werde es dann auch so machen. Ich habe hier so ein Etikettiergerät und werde rechts dann abbiegen. Auf das Rechnergehäuse, auf die Rückseite, beziehungsweise auf die eine Seite, mir tatsächlich die Namen aufschreiben. Rechts ab.
Die werden dann nicht reingeschoben, die haben von hinten aufs Gehäuse geklebt. Sehe ich nichts. Jetzt sehe ich was. Die will ich hinten auf das Rechnergehäuse tatsächlich kleben, damit. Alter, du bist aber auch drüber gefahren, oder? Damit ich eine kleine Erinnerung an die Leute habe, die den Rechner mit finanziert haben. Sprich, eure tatsächlichen Namen bzw. Twitch-Namen werden dann ausgedruckt mit dem Etikettiergerät. Das habe ich ja auch nicht mehr liegen. Das heißt, für jeden, der da mitmacht oder der da Bock drauf hat. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Bitte, ich mach doch. Sie fassen uns langsam hier vorne, Alter. Das sind deinem Bus nicht so schnell oder was? 60 darfst du hier fahren, ne? Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Alter, Huckel. Huckel, Entschuldigung. Also ist zumindest der derzeitige Plan. Also ich habe jetzt erst einmal soweit. Ich liebe das, wenn die LKWs kein Gas geben. Ne? Ich würde der eine oder andere sagt, ey, du darfst diese schnell fahren, doch, 80. Was ist das, eine Baustelle? Tobi Rotzbrecht zieht einmal komplett durch. Alter, wo bremst der du hin, Alter? Komm mal hoch, ich hab bezahlt. Ich habe nämlich Giesbert hinter mir, ja. Mit seinem kleinen DAF. Oder Volvo. Oh, das Volvo ist fett. Ach ja, hallo, Mercedes. Du hast doch für 70 fahren, das ist schön. Moment, wir sind bei 70. Jetzt machen wir 70 rein. Ich werde ja auch öfters schon gefragt, warum denn die Streams immer so dazu verzögert kommen. Also nicht dauerhaft oder regelmäßig, sondern unregelmäßig. Erstens, ich gehe auch arbeiten und ich muss auch gucken, wie ich das mache mit dem Arbeiten, beziehungsweise muss ich auch gucken, dass ich Whisperout. Seit 23 Minuten tatsächlich, okay. Muss ich auch schauen, dass ich mit meinem mit meiner Zeit hinkomme, mit meiner Freizeit, die ich habe, weil das jetzt alles Freizeit, die mir ja auch irgendwo verloren geht. Und ja, ich muss halt gucken, halt, dass das funktioniert, dass das eine mit dem anderen funktioniert. Ich muss da auch gucken, dass ich mit meiner Freizeit hinkomme, sowie mit allem anderen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich zocke jetzt hier die ganze Zeit und Scheiß drauf, was mit dem anderen los ist oder was mit meinem anderen Privatleben los ist. Geschweige denn Arbeit. Weil es macht ja auch Spaß. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht oder sonstiges. Sondern ich muss ja auch die Zeit finden. Ich muss die Zeit finden, um die Streams zu machen. Let's Plays gibt es ja bei mir gar nicht mehr. Mir ist aufgefallen, dass meine Let's Plays sind eingestampft auf YouTube. Hat den Grund, ich bin mittlerweile mit der Plattform tatsächlich unzufrieden. Auch mit der Community, möchte ich dazu sagen. Ist schade, kann man es nur machen. Ich werde nur noch die Livestreams, so wie ich sie habe, rüber switchen und dann ist gut. So wie das hier, das kommt drüben auf dem Kanal, wenn alles funktioniert. Ja. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob der Kumpel online ist, beziehungsweise der Kumpel gerade geht, wie in irgendeiner Art und Weise Zeit hat. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der gerade da ist. Oder ist er gerade im Chat oder so unterwegs, ich weiß nicht. Auf alle Fälle möchte ich natürlich, dass ihr darüber Bescheid wisst, dass das in Zukunft so sein wird, dass ich nur auf Twitch unterwegs bin und nicht mehr auf YouTube. Vielleicht wird es auch ein oder zwei Streams mal. Immer geradeaus. Halt die Klappe, um mal zu gucken, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert, weil dann muss ich dementsprechend noch handeln und reagieren. Ist leider so. Und also die schade wäre, ne? Also wenn ich sagen müsste, ja, sorry, gibt nichts mehr Stream. Was gibt kein Stream mehr? Ja, natürlich blöd. Das wollen wir alle nicht.
Und von daher. Ich darf 80 fahren, sehe ich das gar richtig? Du beschränkst dich auf 80 und davon nur noch dann 70 fahren. Ich kenne das doch. Tobi hat schon ein paar Mal gehabt, Tobi beschränkt auf 80 und irgendwann kommt ein Verkehrsschild, wo dann 70 drauf steht. Ich muss noch nicht mehr mit dem Herz ausmachen. Hab ich erwischt? Blind erwischt? Super. Boah, diese Lexbikes. Ich hasse diese Lexbikes, wenn man speichert. Ne? Das ist so zum Mäusemelken, zum Kotzen, wie auch immer. Gerade jetzt, wo ich die Kohle aufdrehe, kommt eine Kurve. Ich hasse das. Kommt ja noch wieder eine Karte mit raus. Ich werde das finden. Kleinen Finger lenken. Geht so lange gut, bis man den kleinen Finger vom Lenkrad nimmt. So. Nee, die gehen nicht, okay. Ich habe meine Schaltung ausprobiert. Geht nicht. Achso. Ich werde mal langsam runterbremsen, weil da vorne eine Mautstation. Eine Mautstation. Ich weiß ja gar nicht, ob ich so wirklich bin, aber ich bin live. So. Schnuffi, geht da mal in die Kiel, Alter. Schnell darf ich fahren? 40. Ich fahre. 39. Lass mich durch. Hallo. Ich hasse das, weil die. Ich hab's schon mal gehabt, bin schon losgefahren, das Ding noch nicht geöffnet und schön den LKW kaputt gemacht. Ich hab gerade noch einen PKW im Spiel gesehen, was ist denn da so? Falls die Frage irgendwann auftaucht, soll die Spitze auch im Multiplayer. Ich werde gleich mal gucken, ob der Multiplayer. An ist, beziehungsweise ob der Multiplayer denn gerade aktiv ist, beziehungsweise ob ich denn im Multiplayer zocken kann. Alter, weißt du, 50 ist erlaubt, was fährt da? Ein bisschen was über 40. Hallo? Geht's noch? Kann doch so machen. Blöde. Spielst du mit dem LKW gut? Was muss ich mir Gedanken machen? Gut, ich wollte 58, 59, 60. Alter, dass du immer Strich genau fahren müsst. Das Problem ist jetzt, dass wir da gleich neben mir Gas geben, das weiß ich, ich kenne das doch. Das habe ich gesagt. Es gibt doch Gas. Ist ja wie im wahren Leben. Da stehen 80. Oh. Na gut, gehen wir 85, das reicht ja. Ich weiß es dummerweise natürlich nicht. Moment, das werden wir gleich mal nachgucken. Wir haben noch 400 Kilometer vor der Nase und ich fahre 85 tatsächlich. Ich dachte, das ist dann. Ja. Die untere Leiste möchte ich mit Absicht nicht anlassen. Weil ich möchte es dann doch schon etwas realistischer. Ich werde das mal ein bisschen austarieren, dass ich wieder mittig bin. Aber wie ich sehe, kommen wir gleich an unsere Kotzgrenze, sprich in die Nacht. Moment, aber pro Nacht. Doch, sein. Okay. Ich muss aber mal gucken. Wie doll verzögert ist es? Nicht ganz, okay. Ein paar Sekunden Verzögerung, das ist okay. So ungefähr 3-4 Sekunden Verzögerung. Wir können ja jetzt mal machen. Moment. Machen wir mal ganz kurz eins. Was gemacht? 4. 1, 2, 3. 7 Sekunden. Oh. Man lenkt auch dahin, wo man hinguckt, Tobi. Also knapp so 5-6 Sekunden kann man sagen. Ist okay. Wir werden danach auch mal eine Runde noch ein bisschen, ich sage mal, Real Talk, wie das man dann sagt, aber wir werden dann mal ein bisschen noch quascheln. Und dann können wir nämlich mal gucken, wie und was. Also ich sehe, ich bin über die eine Autobahn schon mal gefahren. Über das Teilstück bin ich schon mal gefahren. Ich fahre auf der anderen Seite, nehme ich das jetzt hier. Genau. Gut. Dann fahre ich jetzt auf dem Teilstück, wo ich noch nicht gefahren bin, oder wie?
Okay. Passt. Schick. Ich gehe schon mal rüber, weil ich kenne das. Ich komme nämlich noch nicht mehr rüber. Ich habe schon mal gehabt, dass mir hier ein PKW reingefahren ist. Ne? Oh, 3 Spuren, das ist schön. Schöne Felder Kreuz, heißt, okay. Lexback. Moment, danach mal gucken. Vielleicht machen wir noch den ATS an. Und fahren im ATS mal 1-2 Touren. Also ich weiß, ich habe im ATS mit der Spedi noch keine Tour gefahren, das weiß ich. Werde ich aber dann später mal noch machen. Da ich jetzt hier auf diesem Rechner noch Windows 7 drauf habe und ich weiß, dass SpedV ab 14.01. nicht mehr aktiv ist, da ja am 14.01. der Support für Windows 7 eingestellt wird. Schade eigentlich. Da Windows 7 finde ich immer noch eins der besten Windows-Programme ist, was sie gemacht haben. Denn es funktioniert. Ja. Das ist genauso mit XP. Windows XP ging genauso. Ja. Ich habe alle Rechner eigentlich hier auf Windows 7 laufen. Also ich habe jetzt ja nicht nur einen Rechner, ich habe ja mehrere Rechner. Gut, außer der kleine, der neben mir steht. Der eine Gaming-PC, der neben mir steht. Ja, ich habe mehrere. Der Gaming-PC, der neben mir steht, hat schon tatsächlich Windows 10 installiert. Warum hat er Windows 10 installiert? Weiß keiner. Nein, um zu testen, wie ist Windows 10, was macht Windows 10, kann ich mit Windows 10 arbeiten, ja, nein, vielleicht. Und da habe ich dann halt schon ein paar Mal geschaut, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ja, nein. Muss halt mal gucken, ne? Bitte links halten. Nee, das machen wir doch mal sehen. Ah, da drüben eine Verkehrskontrolle. Im Übrigen haben die jetzt sogar einiges geändert, also es kann doch mal sein, dass Abfahrten gesperrt sind von der Polizei. Ich habe den Spaß mir gemacht, ich habe es ignoriert, bin durchgefahren. Ich sag mal so, ich hatte Glück, dass ich keinen hohen Trailer dran hatte, sonst war ich gegen das Flugzeug geknallt, also gegen den Helikopter. Also macht's nicht, wenn er abgesperrt ist, hat wirklich diese Umleitung. Ist mit Absicht jetzt mittlerweile drin. Ich finde es blöd, in einigen Spielen hat man es halt, dass die Polizei da an der Abfahrt zu weit vorne steht und man fährt halt nach der Abfahrt halt drauf. Weil man sagt sich, ja, der ist doch gar nicht. Leider Gottes. Vom Oberfahren. Gucken wir mal. Spitze. Gleich finde ich ja, Spitze. Geht auch wieder nicht aus. Ja. Ich bin noch so ein bisschen litiert, meine Stimme ist ein bisschen weg. Ich werde auch gleich noch mal das Telefon ganz kurz anmachen. Das heißt, ich werde mal ganz kurz, beziehungsweise das Telefon herholen. Ich denke mal, der Akku dürfte dann einigermaßen wieder hoch sein. Ich habe eine kleine Tour extra rausgesucht, wenn du es tust. Immer kletter Kachel mich. Ich fahre mal ganz kurz auf die Raststätte. Sprit haben wir ja genug. Wir sind ja voll getankt. Losgefahren. Okay, lass uns eine neue Route finden. Also ich bin schon mal hier lang gefahren. Immer geradeaus. Halt, wie gesagt, auf der anderen Seite. Remus Logistik, schönen guten Tag. Kein Remus. Problem, ich finde eine neue Route. Das weiß ich schon. Immer geradeaus. So, wir sind da. Ich hole dabei mal ganz kurz mein Telefon und sind gleich wieder da. Ich bin gerade mal mein Ladegerät mit rüber. Somit muss ich nämlich nicht ständig. Nicht erschrecken. Dann kann ich mir das Telefon hier hinpacken, nebenbei laden und. Oh, was ist denn hier los?
So, gut. Ich muss jetzt mal mein Dingswissen auflassen. Oh Gott, also werde ich jetzt mit der mit diese alte Dings hinsetzen. Also sprich, ich werde dann mal hier wie geht noch? Huch. Ja, Moment, ist gerade wichtig. Nicht mehr schreiben, weil was ist denn los? Ich kann echt nicht mehr schreiben. Alter, was ist denn los? Lädst du Telefon bitte mal? Dankeschön, es wäre nett. So, ja, hast du gedrückt? Entschuldigt bitte, ich bin wieder da. Wenn ich jetzt anfangen sollte mit Lecken, mache ich ganz so mit Ruggeln oder sonstiges. Alter! Nur du Scania fährst, hast du keine Vorfahrt. Vorfahrt habe immer nur ich. Mano! Zum Glück hat das keiner gesehen. Oh, was ist denn da los? Oh, Entschuldigung, das war die Cola. Ui, Pickel abgebrannt. Aber wir haben das Beste für den Fahrer, ne? Ja. Es kann natürlich sein, dass auf das mal das Telefon jetzt hier ein bisschen. Ich sage noch zwei Nachrichten, zwei Chats. Was ist da los? Ich seh's ja. Alter, fick dich! Jesus, ich hab's gesehen. Jetzt irgendwie hier nebenbei. Ich krieg das sonst immer hin. Ich weiß nicht, was da los ist. Gut, jetzt habe ich glaube ich meinen LKW ein bisschen beschädigt, oder? Ja, ach okay, das geht mal. Bloß LKW. Solange es der LKW ist, ist alles schick. Jetzt bremst du uns, Alter. Schieb ich dich von der Straße. Ja, jetzt ganz schön abhauen, ne? Naja, das ist richtig. Ich kann jetzt gerade nämlich nicht mehr gucken, was in meinem Spiegel los ist. Muss ich auch runter, ne? Gott sei Dank. Ich fahr gerade aus. Tobi fährt schon 89. Weiß kann. Lieber Sascha, ich kann doch nicht schreiben nebenbei. Tobi fährt Schlangenlinien. Tobi ist besoffen. Das Problem.
eigentlich auch geil finden würde, wenn es da drin diese Abschleppfahrzeuge gibt, die man fahren kann, beziehungsweise die zumindest hier rumfahren, ne? Das wäre natürlich mega. Wie lange schwimmen wir denn schon? Eine Stunde fast. Das ist ja nicht schlecht. Ich hoffe, ich kann es rüberziehen, ohne dass ich den hinter mir antitsche. Wir müssen da mal schauen. Nicht mal Sascha, falls du gerade guckst. Ich kann nicht durchtreiben. Ich habe das Problem. Ich fahre dann gegen die Wände. Gegen die Wände. Wenn ich jetzt Rainbow zocken würde oder Dings, wo man raus ist, dann funktioniert das auch. Aber so, nein. Ich habe unten noch drin stehen Multiplayer, ne? Fällt mir gerade so auf. Nein, Gott. Instabil. Instabil. Also ich sag mal, wir müssen uns dann mal anschauen, wie wir es machen mit den ganzen, ach, das ist doch nicht mehr voll gewesen, das ist gerade erst halb voll. Ach Gott, schon, schaffen wir noch. 1700 kommen wir noch, alles klar. Schaffen wir. Alles easy. Piss dich mit deinem hässlichen Spur da. Bitte links halten. Nichts, was ich machen muss. Genau. Ich glaube, Sascha ist jetzt schon seit 8 Stunden oder sowas am Stream. Das werde ich natürlich nicht machen, um Gottes Willen. Dafür habe ich zu spät angefangen. Aber eventuell bin ich morgen wieder am Strömern. Aber Mittwoch müssen wir gucken. Da werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Da werde ich wahrscheinlich mal so zwischen, vielleicht am Ende zwischen 14 und 16 Uhr streamen. Weil ich dann wieder in die Nachtschicht gehe. Und ich möchte dann schon ein bisschen vorschlafen. Lass mal kollern auf der Nitsch. Da ist die Mensch. Wunderbar. Da muckelt der LKW nämlich nicht rum. Oh. Ström hat geladen. Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen, okay. Jetzt. Ich mache mal ganz kurz eins, ich mache mal ganz kurz hier mein Strömerchen aus, mal gucken, ob es funktioniert. Zack, schon geht's wieder. Hä? Egal. Das habe ich schon mal gehabt, das habe ich vor ewigen Zeit mal gehabt. Ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendwo was nicht ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich bin müde. Jetzt seid ihr auch noch müde. Ich dachte, jetzt hat sie drüber, Alter. Huch, so wie ich jetzt. Sorry. Es dürfte jetzt aber nicht instabil werden. Normalerweise. Ich werde jetzt mal den Spiegel einschalten. Ich kriege sonst echt eine Rampe, wenn ich jetzt mal hin und her switchen muss. Genau, das unten ist wieder eingeblendet. Ist okay. Ich muss dann auf alle Fälle gleich mal tanken fahren. Das ist nur Spiegel. Jetzt fängt wieder an zu ruckeln. Okay. Wir sehen das Ganze jetzt mal als kleinen Test. Wie gesagt, auf YouTube wird erst einmal nichts mehr kommen, vorübergehend. Es wird wahrscheinlich mal einen kleinen Teststream geben. Ich hoffe, man hört mich noch ein bisschen. Rechts halten. Mal ein bisschen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Was? Achso, rechts halten, rechts fahren. Okay, dann fahren wir raus. Nimm die Ausfahrt rechts. Nimm doch auch schon. Also, wir fahren jetzt die Tour zu Ende und dann demnächst machen wir rechts mal abbiegen.
Kreisverkehr. Ne? Biege nach rechts ab. Das ist kein Kreisverkehr. Da hat sich jetzt gerade wiederholt, wie ich das gerade sehe, ne? Hat wieder sich wiederholt, okay. Vielleicht werden wir das Ganze auch einfach so machen. Ich werde mal gucken, ob denn der liebe Sascha noch am Strömern ist. Ich werde mal gucken, ob ich ihm beitreten kann. Werde mit ihm mal schreiben. Beziehungsweise werde ich ihm dann mal. Ich darf nur 60 fahren, ne? Jetzt ein Pkw ist. Bam! Hinten rein. Als Minz kriege ich keine Antwort mehr auf WhatsApp. Das heißt, scheint zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob er noch streamt. Das weiß ich ja gerade nicht. Wir werden das Ganze aber jetzt gleich sowieso so machen. Ich werde dann gleich mal noch einen Raid reinhauen, beziehungsweise einen Host. Weil ich nicht weiß, ob der jetzt automatisch gehostet wird oder nicht. Das weiß ich gerade nicht. Da ich ja mein Strömchen abbrechen werde. Werde mich aber danach aber irgendwann auf alle Fälle mitkriegen, wenn er noch streamen sollte. Nicht, dass ich jetzt dann sage, ich streame eine Runde mit. Und er, ja. Mit der TTL unterwegs, ne? Ja, eventuell müssen wir mal gucken. Vielleicht bin ich auch bald ein anderer Spedi, dass ich sage, meine Spedi hat nichts gebracht. Da ich der Einzige bin, der gerade Touren fährt, mehr oder weniger. Und ich ist auch nicht mehr einsehe, dass ich nur noch Touren fahre. Also ich bin jetzt letzter Zeit, also seit Dezember, also seit seitdem ich Urlaub habe, bin ich eigentlich jeden Tag kontinuierlich 2-3 Touren gefahren. Und das geht nicht. Ja, wenn das einer alleine macht, ist es immer blöd. Ist leider so. Nein, Tobi hat wieder auf die Straße geguckt. Ich habe wirklich noch mit einem Auge auf die Straße geguckt, sehe die Straße, denk so, oh geil, guck kurz weg, guck wieder hin. Mal die Straße weg. Ach, Mann. Alter, was schleichst du denn hier rum? 50, Alter. Sein fucking Ernst. Demnächst links abbiegen. Richtung Erfurt? Da bin ich tatsächlich bald wieder. Biege nach links ab. Da bin ich tatsächlich jetzt Ende Januar. Da ist ja die Automobile Messe Erfurt. Da bin ich tatsächlich auch wieder in Erfurt anzutreffen. Ich habe sogar beim Rai geschrieben, ab wann ich dann im Discord bin, beziehungsweise also im Discord steht drin, wann ich das mache, beziehungsweise wann ich da auf die Treffen fahre. Demnächst links abbiegen. Schreibt mir gerade Sascha. Biege nach links ab. Ich soll links rum. Okay, das muss ich. Du wartest jetzt. Ich mal abbiegen. Ja, also ich werde mal gucken. Ich muss dann plus ein TS wahrscheinlich anmachen, weil der liebe Sascha mag Discord nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Jeder das seine, sage ich immer. Ne? Ich habe ihm damals sogar angeboten, dass er mein Discord mitnutzen kann. Gab ja auch mal Komplikationen zwischen ihm und mir, also privates. Und das haben wir jetzt geklärt und alles gut. Also wir sind wieder Best Buddies, wie man so schön sagt. Wie gesagt, wenn er ein Problem mit mir hat, kann er sagen, wenn ich ein Problem mit ihm habe, kann er es mir sagen, das ist kein Problem. Ich habe auch gesagt, glaub, privat bleibt privat, Firma bleibt Firma. Ja. Also wenn er auf Arbeit zu mir sagt, ich bin Arschloch, dann werde ich deswegen im Privat nicht irgendwie böse sein oder sowas.
auch nicht umgekehrt, also wenn man auf Arbeit sagt, du bist größer Rindvieh, was hier gerade rumläuft oder wie auch immer. Ja, also zum Beispiel, dann weiß er kann sich darauf verlassen, dass er trotzdem auf Arbeit trotzdem noch mit einem, hast du gerade einen LKW geholt, der 90 fährt? Alter, das ist dein Ernst. Wer, was, wo, wie? Hey! Wenn man gerade vom Teufel spricht. Na klar, meine ich dich. Grüß dich. Hast du aber deinen Stream ausgemacht? Ist auch peinlich. Nein, ich meine ja, wir können uns ja wirklich, du könntest mir auf Arbeit sagen, ich bin der größte Arsch, der rumrennt. Und könntest trotzdem privat mit mir ganz normal schreiben oder mit mir ganz normal umgehen. Genauso. Ich gehe mal davon aus, dass es umgekehrt, weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, wenn es umgekehrt ist, das wäre natürlich gut, aber ansonsten weiß ich es jetzt nicht. Das war ich gerade erschrocken. Ich habe vergessen, dass die Alerts so laut sind. Alter, ich habe Kopfhörer auf. Bist du des Wahnsinns? Das kleben wir nachher an. Oh, Hilfe. Oh, das war immer noch eingestellt. Ja, ich glaube, du kannst sogar sehr, sehr viele Commands eingeben bei mir. Das gibt mittlerweile auch. Co-Stream funktioniert. Ja, es funktioniert allerdings, die Commands stehen sogar unten drin. Aber ich muss gleich mal gucken, was los ist, weil das ruckelt gerade bei mir urstig. Und ich glaube, das ist auch im Stream gerade, so wie ich das gerade drüben sehe. Bist du jetzt ernsthaft noch bei Rot drüber gefahren, du? Alter, ernsthaft. Ja, du bist Singleplayer, nicht Multi. Muss ich noch 19 Kilometer? Du bist ja jetzt erst dazu gekommen. Warte mal, ich zeig dir mal ganz kurz den Firmskin. Ist zwar noch kein eigener, aber es ist erst einmal etwas. Also, wir haben den normalen Skin genommen, haben den einfach ein bisschen umgemuschelt. Tatsächlich sieht unsere Trailer genauso aus. Genau, ja, das geht, wenn du Spiel eingibst. Ausrufezeichen, Spiel, Ausrufezeichen, schieß mich durch. Kannst du alle mal durchtesten. Ich glaube, Stream funktioniert auch. Also, cool Stream. Oder Multistream funktioniert auch. Aber der liebe Kollege ist ja gerade nicht online, der zockt ja gerade nicht. Der liegt so auf dem Deckel. Und der fährt nämlich seit einigen Tagen keine Touren. Und der muss demnächst die Tourenplanung übernehmen, weil ich kann auf dem Win 7 ja das bald nicht mehr machen. Ab dem 14.01. Rechts halten. Wenn faul ist, dann nicht Ausfahrt rechts nehmen. Aber eventuell. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay, doch nicht. Da habe ich doch deaktiviert. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Ja, ja. Ist der Bot mal wieder ein bisschen überfordert. Ab. Das funktioniert. Sei froh, ich habe dir vorhin die WhatsApp-Nachricht geschrieben. Da bin ich erstmal schön gegen die Leitplanke gedoffelt, weil ich kurz auf den Dings geknallt habe. Alter, das bleibt mir zu. Demnächst rechts abbiegen. Ich habe das Gefühl, dass der Stream beendet, das kann das sein. Biege nach rechts ab. Alter, warum bremst der immer komplett runter? Endlich, wir sind da. Hat das Abi gerade endlich gesagt? So, da will ich jetzt auch wieder einparken. Das Blöde ist, jetzt habe ich genau das Ladegerät genau da stehen, wo es nicht liegen sollte. Ne? Mal gucken, weil da parkt jetzt wohl den linken Spiegel ein. Was für Pussys. Hast du jetzt gerade HH geschrieben? Guck, was hackt. Bitch. Ja? So, funktioniert alles. Ah, Schicht im Schacht für heute. Okay. Hättest du mir aber auch gleich mal hier schreiben können.
Ja, wenn du dich jetzt wundern sollst, ne? Ich habe es ja vorhin schon im Stream angedeutet. Ich habe ja schon 1.200 € ausgegeben fürs Gaming-Equipment. Und ja, jetzt brauche ich natürlich noch ein bisschen Equipment, dass der neue PC endlich fertig wird. Bin dann noch wieder. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Dir noch einen schönen Abend. OM. Oh Mann, blödes Telefon. So, bei mir ist auch gleich Schicht im Schacht. Denn tatsächlich muss ich gucken, warum der Strom hier so ein bisschen rumhackelt. Kanal retten. Ich mache das mal eins. Wir gehen jetzt erstmal wieder. Nee, dahin. Macht das? Doch, er macht's. Boah, ich vergesse das immer. So. Wir wenden mal ganz kurz das Kleine hier. Ein Zuschauer. Der Zuschauer hat mir zu. Kann ich dich mal runterlegen? Dankeschön. Und dich mal ganz kurz rüber, denn. Phew, sterbende Zebra, genau. Ja. Ich glaube, Multistream. Genau, Multistream war deaktiviert, ne? Multistream ist nicht deaktiviert, Multistream geht. Hä? Warum? Hä? Jetzt verstehe ich gerade was nicht. Aber okay, passt. Ja, wie gesagt, der kleine Stream, der jetzt hier lief, wird dann erst einmal auf YouTube hochgeladen, so wie er ist. Ja, 8 Stunden habe ich reingehauen. Ja, 8 Stunden hat er durchgehalten, schreibt er mir gerade. Dich mal. Alter. Ordentlich. Was? So. Er wird wahrscheinlich auch gleich pennen gehen, wie ich ihn kenne. Ich muss mal ganz kurz hier meinen Monitor aufmachen. Ich mach mal ganz kurz, ich weiß jetzt nicht. Ich hoffe, mein Ton dürfte nicht anhalten. Ich gucke mal, wer denn noch live ist. Oh, gucke. Der ist noch live. Okay. Was machen wir? Zu wen schicke ich euch? Ich schicke euch. Wenn auch da ist, zumindest. Raiden. Wir raiden einen Kanal. Wir raiden euch mal dahin. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise morgen wieder ab 14 Uhr, wollte ich sagen. Ich schau mal, ich denke mal 14, 15 Uhr müsste klappen. Bis dahin würde ich sagen, ich habe jetzt so eine Stunde durchgehalten. Jetzt wird er mich natürlich killen. Ja, er hat 8 Stunden durch, ich 7 Stunden. Eine Stunde. Aber dafür war es auch ein bisschen spontan jetzt. Dafür morgen, wie gesagt, pünktlich. Und wir sehen uns dann wieder. Bestellt den Kai liebe Grüße von mir. Ich werde wahrscheinlich auch gleich rüber gucken. Ja, also liebe Grüße an den Kai und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Tobi.